wenn sie sich sicher ist. Scheiße. Aber die muss ich ja jetzt melden. Ich habe Informationen über Karl Buckhardt. Sie hatten recht. Er war wohl mit dem 3. Bataillon des 75. Ranger-Regiments 2003 im Irak. 2006 wurde er entlassen. Anschließend verliert sich seine Spur. Ich schätze, er ist noch gut in Form. Laut unserem Deserteur befindet er sich in einer Basis in der Chusapadre-Silbermine. Finden und töten Sie Buckhardt. Das legt das Kartell-Ausbildungsprogramm für Monate auf Eis. Verstanden. Wird gemacht. Ich habe hier eine Kartellsendestation. Wir sollten die aufbrechen und das Kontrollterminal schrotten. Bereit machen. Ungerade links, gerade rechts. Konzentriert euch, verdammt. Karl Buckhardt, ehemals Sergeant, 3. Bataillon, 75. Ranger-Regiment, geborener Killer. Zeigt, was ihr könnt, ihr Schwuchteln. Macht mich geil. Los, los, los. Ab 15 war Karl ständig im Jugendknast. Die Akten sind geschlossen, aber das Muster ist bekannt. Mit 18 stellte ihn ein Richter vor die Wahl. In den Bau oder in die Army. Buckhardt blühte in der Army auf. Nach Absolvieren der Ranger School ging er 2003 mit dem 3. Bataillon in den Irak. Er hatte seinen Platz gefunden und wollte Karriere in der Army machen. Und dann fuhr seine Patrouille 05 in Ramadi auf eine Mine. Buckhardt fand sich im Zivilleben nicht zurecht, hatte nie lange einen Job und geriet wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Er zählte überall, wie die Army ihn fertig gemacht hätte. Schließlich verbrachte er immer mehr Zeit in Juarez. Gott weiß, was Buckhardt da unten suchte. Aber schließlich begegnete er El Muro, dem Sicherheitschef von Santa Blanca. Bei einem Bier, vielleicht auch einer Line, erzählt Buckhardt aus seiner Army-Zeit. El Muro ist beeindruckt. Er erkennt Talent, wenn er es sieht. Er bietet Buckhardt den Job an, die Armee des Kartells in der Provinz Montauk auszubilden. El Muro will sie zur besten Truppe dieser Art in ganz Südamerika machen. Und Buckhardt ist genau der Mann, den er dafür gesucht hat. Ein Mann, der Gefechtsübungen abhalten und zeigen kann, wie man einen G36 in 2 Minuten auseinandernimmt. Ein Mann, der aus Narcos Elite-Soldaten macht. Na dann hinder. Wir konnten den Ausbilder des Kartells identifizieren. Ein ehemaliger Army Ranger namens Karl Buckhardt. Der Kerl ist leider ein böser Bube geworden, als er beim Kartell angefangen hat. Jetzt müssen wir ihn eliminieren. Werde ich das mal in Angriff nehmen. Ich glaube, das ist die Mine, wo man das Scharfschützengewehr herkriegt. Ja, das ist die Mine. Setze Drohne ein. Ich sehe noch einen Tango. Hey, Sniper auf dem Dach.
den Scharfschützen so erledigen. Sicario mit einer Minigun. Direkt am Reifenstapel. Da drinne. Da ist auf jeden Fall nur einer. Ich sehe zwei Sicarios auf dem Schießstand. Da. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Roger, Ziel erfasst. Das Ziel ist weg. Ziel erfasst. Bin bereit. Das ist jetzt... Auf deinen Befehl. Hab ihn. Wir nähern uns Burkhards letzter Position. Wollen wir das echt tun, Boss? Einen von uns töten? Burkhard war nicht mehr unser Bruder, als er sich entschlossen hat, zum Kartell zu wechseln. Wenn ihr ihn seht, knallt ihn ab, ohne zu zögern. Ich habe Pakatari um Verstärkung gebeten. Da sind sie. Gott, hier riecht's wie im Schlachthaus. Was für ein Training macht Burkhard hier? Das Erste, was ein Sicario-Rekrut lernt, ist, einen Menschen zu töten. Sie holen Gefangene her und lassen sie von Rekruten mit Hämmern oder Macheten bearbeiten. Manchmal Männer, manchmal Frauen, manchmal kleine Kinder. Die Rekruten wissen, wenn sie zögern, sind sie selbst dran. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Verstanden. Tango ist tot. Schieße!
Er ist tot. Am Boden. Trainer ist noch. Schön, mal gucken, wo er ist. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Geht das hier noch rein? War's, Burkhard. Es ist aus. Ich sehe Burkhard. Ziel markiert. Gute Arbeit, Montioc. Burkhards Tod wird das Ausbildungsprogramm des Kartells empfindlich stören. Santa Blancas beste Truppen schaffen es nicht, den Verlust auszugleichen. Das beeinträchtigt ihre Sicherheit und bringt uns näher an El Muro. Genau. Das Kartell bestimmt schon seit Jahren, was in Bolivia passiert. Nun schlagen wir endlich zurück. Weiter so. Wir haben ihn. Er ist tot. So sollte kein Ranger sterben. Burkhard wollte... El Muro war unterlegen. Und das wusste er auch. Was tut man, wenn man keine Armee hat, aber eine braucht? Man kauft eine. Offiziere haben wie Prostituierte ihren Preis. Es war richtig. Ich hätte genau dasselbe getan. Doch El Muro vergaß. Oh. Angst ist immer mehr wert als Geld.